mein Name ist Nick, das ist MX Style, sicher zum MX Lifestyle und heute wieder mit einer neuen Runde Frag Nick. Und zwar, was mache ich in Regensburg und kann ich altes Luftfilteröl verwenden? Also, viel Spaß dabei! Ja, hallihallo liebe Offroad-Sportfreunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Runde Frag Nick. Das Format, wo ich versuche, eure Fragen zufriedenstellend zu beantworten. Somit kommen wir auch gleich zur ersten Frage, die kommt von Dedox und er fragt: Hey, hab mal eine Frage, hab heute bemerkt, dass das Luftfilteröl, das ich in einem geschlossenen Eimer hatte, ganz zähflüssig geworden ist. Ist das normal bei längerer Standzeit und kann man das noch benutzen? Also, ja, kann man vielleicht schon, müsste man individuell selber mal anschauen, ja. Aber wieso wird das so zähflüssig? Kennt ihr vielleicht selber, wenn ihr den Luftfilter einölt und ein bisschen an der frischen Luft trocknen lasst, wird da so, ziehen da sich richtige Fäden, wenn man dann nochmal ein bisschen danach knetet, ja. Vergast halt oder trocknet halt einen Bestandteil von dem Luftfilteröl halt weg und setzt sich dann besser da rein. Das ist wahrscheinlich bei den Eimer auch passiert, da hat wahrscheinlich Kunststoffgast, ja, sag ich jetzt mal, entweicht, ja, zum Beispiel beim Tank und sowas muss man da aufpassen. Deshalb auch gelochte Folie, damit die Gase entweichen können und so weiter. Aber ich will euch jetzt gar nicht weiter verwirren oder sowas. Der Eimer hat halt gegast, also Bestandteile sind verflüchtigt von dem Filteröl, was das halt so zum Einmassieren, sag ich mal, komfortabler macht und dann das Zähe halt übrig geblieben ist, also ein bisschen zähflüssig geworden ist. Es ist natürlich die Frage, wenn das schon so zäh ist wie Honig, würde ich es wahrscheinlich nicht mehr verwenden, ja? Weil wie willst du das dann überhaupt noch in den Luftfilter vernünftig reinbekommen, das Zeug? Wenn das natürlich jetzt ein bisschen, wenn man mal reinglückst und es zieht so ganz dünne Fäden, dann geht es vielleicht noch, ja? Aber wenn es jetzt ein Kleckser ist, der da noch drin ist, dann mach's weg und nimm halt neues, ja. Deshalb sind die Luftfilteröle auch meistens im Blechkanister drin, die gasen nämlich nicht ganz so und bleibt dann halt der Wirkstoff dann da drin enthalten, oder Wirkstoffbestandteil, sage ich jetzt mal, ja. Wirkstoff klingt so, als wär's Medizin. Zum Beispiel Motul hat das auch in Plastikflaschen, aber das sind rechte robuste Plastikflaschen, sieht schon fast aus wie ein Tank, also die sind nicht so ganz so empfindlich, was das Gasen betrifft. Aber bei so normalen Plastikeimer mit Deckel kann das schon passieren, dass das dann gast und der Bestandteil sich verflüchtigt. Ja, somit hoffe ich, dass ich die Frage schon mal zufriedenstellend beantworten konnte und komme gleich zur nächsten. Ja, die nächste Frage kommt von Lukas und er hat gefragt: Hey, was machst du in Regensburg? Und das ist ein bisschen witzig, weil ich gerade wieder in Regensburg bin. Ja, und wieso bin ich hier? Ich bin arbeiten hier. Deshalb war ich da in Regensburg. Ja, ist meine kurze, schmerzlose Antwort. Ja, deshalb war ich in Regensburg aus arbeitstechnischen Gründen. Ja, das war auch schon zu der Frage. Ich hoffe, ich konnte eure Fragen wieder zufriedenstellend beantworten. Falls ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ja, schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr noch Tipps, Tricks und Anregungen dazu habt. Und abonniert meinen Kanal, wenn ihr kein Video dieser Art mehr verpassen möchtet. Ansonsten wünsche ich euch natürlich viel Erfolg und sportfrei. Euer Nick.